YouTube. Wir schauen uns heute ein paar neue Indie-Horror-Games an. Wie, im Moment neue Indie-Horror-Games? Das gab's ja hier auf dem Kanal noch nie. Wie kommt dieser Mann immer nur auf diese verrückten Ideen? Da haut der einfach irgendwelche Indie-Horror-Games in ein Video und verkauft das den Leuten da draußen. Tja, wer kann, der kann. Martha's Dolls ist das erste Spiel, das vielleicht sogar wirklich gut sein könnte. Die Rezessionen sehen vielversprechend aus und auch was ich von dem Spiel so gesehen habe, dachte ich mir, das könnte vielleicht nach langer, langer Zeit endlich mal wieder ein ordentliches Indie-Horror-Game sein. Wie viele Spiele hier es in dieses Video schaffen, ich weiß es nicht. Ihr müsst es selber rausfinden, indem ihr eben das Video anguckt. Ansonsten, natürlich, ganz wichtig, bewerten und kommentieren. Eure Kommentare sind der Antrieb, den man braucht, damit man bei YouTube überhaupt eine Überlebenschance hat. Kommentare sind so verdammt wichtig geworden. Hashtag Genie in die Kommentare schreiben für dieses extrem coole Konzept von irgendwelche Spiele in ein Video würfeln. Dankeschön. Wir starten ein neues Spiel. This is a special report on the mysterious death of Martha, a dollmaker who was found dead in her home surrounded by her dolls. Some people believe that Martha's dolls may have been possessed by evil spirit. Okay, das war eine echt kurze Einführung. Der Radiomann sagt, wir gehen in das Haus der guten alten Martha und die hat Püppchen gemacht und die Püppchen sind Legenden zufolge böse. I think I will need to use my camera. It's dark here. Okay, I think I need to use my camera. It's dark here. Und wie hole ich die raus? Alright. Night Vision auf F. Verbraucht die Kamera immer Strom oder nur, wenn ich Night Vision anhab? Okay, nur bei Night Vision. Das ist gut zu wissen, Kumpel. Okay, was geht hier ab? Oh, wir können auch zoomen. Und wir filmen permanent. Oh, das Skelett ist einfach so verschwunden. Da ist es wieder. Jetzt wieder weg. Da ist es wieder. Weg. Da ist es wieder. Weg. Weg. Da ist es wieder. Aha. Marfas Leichengulasch. Familienrezept. Puppenmacher hassen diesen Trick. Okay, das bedeutet also, wir werden irgendwo Batterien finden. Entschuldigen Sie, ich suche die liebe Martha. Okay? Gut. Danke für die Antwort. Wow! Er ist einfach verschwunden. Die Puppe ist einfach so verschwunden. Von jetzt auf gleich. Wie gruselig mysteriös ist das bitte? Ich habe ein Ventil gefunden. Aber ich muss sagen, dass die Optik von dem Spiel auch nicht schlecht ist, ne? So. Also in letzter Zeit werden die Indie-Horror-Games tendenziell ein bisschen hübscher, finde ich. Ist meine persönliche Einschätzung der Lage. Ich find's cool, dass der Typ so... Ja, so... Wow! Wow! So gefasst ist, so cool ist. Ich meine, wenn ich sowas hier sehen würde, ich würde direkt rennen, ne? Kamerabatterie. Ich würde direkt sagen, alles klar, ich fahre wieder nach Hause, mein Auto ist nicht kaputt, Sprit habe ich auch noch, ja, Zeit zu gehen, ne? Ich bin dann mal weg. Das wäre so mein erster Gedanke. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ein potenziell feiger Mensch bin, sondern Alter! Alter, wer bleibt denn hier in so einer Situation? Boah, da will ich eigentlich gar nicht rein. Ich glaube, ich gehe erstmal rüber zum Haus. Die Maus- und Kamerasteuerung ist wieder so, als hätte ich gesoffen. Na, man ist so ein bisschen... Wahrscheinlich deswegen ist der so mutig. Er hat sich davor erstmal irgendwie ordentlich was reingelötet. Kurz vor der Alkoholvergiftung, da kann man es machen. You need the key. Ich habe doch eben gerade einen Key gefunden. Gibt es sowas wie ein Inventar? Hier. Underground Small Door Key. Na super. Also muss ich wirklich in den Underground.
Ich muss wirklich in den Underground. Dann gehen wir mal rein. Stark alkoholisiert. Direkt in den Underground. Moment, warte. Was? Das ist ein ganz schönes Loch, du, ne? Okay. Martha ist eine sehr kleine Frau gewesen. Das sind ihre legendären Puppen. Ich glaube, die wurden aus Leichenteilen gemacht. Sieht ziemlich nach Leiche aus, wenn du mich fragst. Gibt es hier irgendwie... Wie lädt der denn nach, die Batterie? F für Night Vision. R? Kann man hier irgendwas verschieben? Oder muss ich hier im Inventar was machen? Ah! Okay, jetzt habe ich wieder Night Vision. Ich habe eine Batterie gefunden. Oh! Besser, glaube ich zumindest. Bisschen besser. Was ist mir hier mit dem Satansbuch? Kann man das verschieben? Ich denke die ganze Zeit, hier kann man irgendwas machen. Türregal. Wie man es eben so kennt. Das sind aber keine Menschen, sondern wirklich nur Puppenteile. Oben an der Decke irgendwas. Was ist mit dem schwebenden Messer? Yo, Dolly. Was ist das denn hier? Ein Haus. Legen wir die Kamera mal weg. Nee, hier kann ich aber... Das Puppenbein kann ich untersuchen. Jo, ist halt ein Puppenbein. Alter, ich habe ewig gesucht, aber hier drüben geht was. Ich habe wirklich ewig gesucht, bis ich das hier gefunden habe und ich wusste es. Ich wusste es. Elevator here. This is not predictable. Der Typ ist auch ein Idiot, ne? Wow, ein Aufzug. Martha. Du lebst den Traum. In ihrem Puppendungeon. Elegant kann sie runterfahren mit einem kleinen Aufzug. Ist wieder so eine riesige Villa bestimmt, ne? Wow, wow. Oh my God. Oh my God. Tut mir leid. Viele sagen immer, ich mache zu viele Witze. Ich soll's ernst nehmen und Horroratmosphäre aufbauen. Es ist schwierig, okay? Es ist wirklich verdammt schwierig. Was ist das für ein Glitzerblut? Sieht aus, als hätte hier irgendjemand den Bastelladen ausgeraubt und dabei Menschen massakriert. Das ist doch so ein Bastelglitzer. Ich kann's nicht ernst nehmen, es tut mir leid, ich gebe mir Mühe. Okay, ich werde mehr Horroratmosphäre aufbauen. Versprochen. So, dann gehen wir mal weiter hoch. Bitte weniger lustig sein. Okay, ich habe eure Kritik vernommen und gebe mir größte Mühe, ab jetzt Atmosphäre aufzubauen. Moment mal, jetzt bin ich ja wieder hier. Was ist auf der 1? Die 1 funktioniert nicht. Ich werde mich bemühen,
dieses Spiel, diese Erfahrung hier, so gruselig wie möglich für euch zu gestalten. Wir schleichen durch einen dunklen Tunnel. Ein enger Schacht. Eine Leiter. Aus dem Ungewissen in das Ungewisse. Marthas Anwesen. Ein Hof der Verdammten. Eine alte Telefonzelle. Oh mein Gott, die rote Tür. Ich hatte Visionen. Schreckliche Albträume der roten Tür. Und jetzt werden wir das Haus betreten. Finally, I'm inside Martha's house. Let's start the adventure. Den kannst du nicht ernst nehmen. Ach, das ist der Decken. Ventilator! I. Na, kleiner Pinuccio? Okay, Kids haben hier ganz schön rumgewütet, ne? Das Haus kennen wir doch. Batterie. Oh, Lockpicks. Altes schmutziges Radio. Marthas alte Horrorbude. Der Keller. Ich brauche einen Schlüssel. Oh, das Badezimmer sieht dabei erstaunlich gepflegt aus, oder? Das sieht fast schon paranormal gepflegt aus. Die hat hier definitiv einen Putzgeist. Dieses Badezimmer ist nicht nur sauber, sondern paranormal rein. Die Tür ist zu. Ach, der Kühlschrank. Was für ein sauberer Kühlschrank. Nicht voll mit Köpfen und Leichenteilen. Vorbildlich. Hallo? Irgendwie mit Nightwishen sehe ich weniger. Nightwishen ist irgendwie voll das Handicap. Was ist das? Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Keine Ahnung. Mysteriöser Schlüssel. Drüben ist ein alter Gammelschrank. Das war Marthas Kunstzimmer. Da hat sie ihre Kreativität frei ausgelebt. Okay, hier brauche ich auch einen Schlüssel. Könnte das der Schlüssel für den Keller sein? Oh, was war das denn? Warum habe ich jedes Mal so Haare in der Fresse hängen? Ist das ihre Kunst, ihre Puppen? Besessene Puppen? Ja, aber was denn für einer? Ne, kann ich hier nicht usen. Hier hat's funktioniert. Die Besenkammer. Arthur ist mein großer Junge. Der Ruhige. Okay, in einem ruhigen Eckchen ihrer Werkstatt mit der Essenz der Kreativität hat sie Arthur erschaffen. Okay, hier gibt es also verschiedene Puppen, die sie kreiert hat. Alles klar, ist der Bringer der Finsternis. Die
Puppen waren so eine Art Gefäß für irgendwelche Seelen. Okay, Arthur ist also ein psychopathischer Killer. Ach, guck mal, die haben alle so verschiedene Eigenschaften. Frankie. Da stecken japanische Traditionen drin. Sayachiko, Japanese name, I think. Ach, das ist Sayachiko. Die darf man nicht angucken. Frankie ist dann wahrscheinlich der hier. Der will einfach nur spielen, das ist ein harmloser. Der hat auch keinen Text. Und hier mit Cecilia darf man nicht spielen. Cecilia, Frankie, Siahiko, Arthur, how much dolls she made? Der Typ hat so eine richtige Trottelstimme irgendwie, ne? Richtiger Douchebag. Okay, der kann wahrscheinlich kaputt gehen. Ha! Aber mich als alter Profi-Skyrim-Spieler kriegst du damit nicht. Frankie. Hat sie in ihren Teenagerjahren erstellt. Mit Kreativität und Supernatural-Elementen ist sie keine gewöhnliche Puppe. Okay, und der ist total süß und so und damit lockt er dich an. Aber sei kein Trottel, traue ihm nicht. Wenn er wütend wird, dann verwandelt er sich in Monster. Okay, die Puppen sind also alle ziemliche kleine Arschlöcher, die sich in Killermonster verwandeln und sie hat sie alle erstellt. Oh Gott, Frankie! Du kleiner Sack Scheiße, ey. Frankie, du kleiner Pisser. Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Frankie aus dem Weg räumen? Hier ist kein Schlüssel oder sowas drin. Nee, hier ist kein Schlüssel. Tja, Frankie Boy. Das war der, Frankie, der da beim... Can you tell me what is going on here? Please. I just want to play with you. Frankie. Das war der, der hier gesessen hat. Moment, das ist die Japanerin, die ich nicht angucken darf. Ich guck sie mal an. Okay, die dürfen wir auf gar keinen Fall angucken. Oh no, habe ich jetzt wieder alles verloren? Finally, I'm inside Martha's house. Oh, das ist fies. Das ist fies. Okay, wir dürfen nicht drauf gehen, denn das Spiel hat nicht wirklich groß Checkpoints. Aber ich wollte es wissen, ich wollte es echt wissen. Ich finde auch die Idee gar nicht mal so kacke. Ich finde die Idee so mit diesen Puppen gar nicht mal so schlecht. So, das ist die zugeschlossene Tür. Der Keller ist auch zugeschlossen. Dass man auch so Etappen hat, erst muss man sich mit Frankie irgendwie anlegen. Dann mit der Japano-Puppe. Das ist gar nicht mal so doof. So, was gab's hier? Ein Schlüssel, ne? Hier gab's nix. War das Frankie? Buhu, buhu. Der Eismann ist da. So, knacken wir nochmal das Ding hier. Ey, ich habe jetzt zwei Lockpicks. Wo habe ich den anderen gefunden? Bam. Also wenn ich zwei habe, dann... müssen ja rein theoretisch kaputt gehen. So, nochmal alle kurz angucken. Sayachiko, Japanese name, I think. Sayachiko, Japanese name, I think. Okay. Frankie. Cecilia, Frankie. Siahiko,
Arthur, how much dolls she made? Frankie, can you tell me what is going on here? Please. I just want to play with you. Okay, da ist die Psycho-Japano-Lady. Ich muss das alles filmen. Frankie, Kleiner, wir können spielen. Du willst mit mir spielen, Frankie? Komm, lass uns spielen. Was? Wieso? Also, das eben gerade war echt ein unverdienter Tod, oder? Aha. Frankie, alte Seuche. Frankie, can you tell me what is going on here? Please. I just want to play with you. Lass uns spielen, Frankie. Ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock, mit dir zu spielen, kleiner Mann. Ist das die Art von Spiele, die du magst? Puppen quälen? Was ist das hier? Ein Safe. 1, 2, 3, 4. Kann man hier rein? 1, 2, 1, 4. Nee, 3. 1, 3, 1, 4. Probieren wir es. 1, 3, 1, 4. Das war sehr leicht. Okay, ein mysteriöser Schlüssel, der wieder irgendwas Mysteriöses öffnet. Vielleicht den mysteriösen Keller? Vielleicht eventuell der mysteriöse Keller. Würde ich gut finden. Schnauze, Clown. Ich hoffe nur, dass die mich jetzt nicht frisst. Alright. Moment mal. Ach, doch, ich bin irgendwie im Keller. Aber der Keller ist... Another underfloor. This house is huge. Ist erstaunlich. Moment mal, das ist unter der Erde, aber hier sind Fenster? Ah, es fühlt sich nicht an wie ein Keller und es ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Was ist das denn? Kinder, die im Baum verschwinden. Und nochmal ein Safe und nochmal vier Buchstaben. Zahlen. Nicht Buchstaben, Zahlen. Hey, kleiner Frankie. Na? Oh, diese Glitzer-Effekte irgendwie. Ja, wir sind halt im Haus einer Bastlerin. Ich hab's verstanden. Na, ihr? Ihr kleinen Sträuche, was macht ihr hier? Menschengulasch naschen? Hallo? Das ist nicht witzig. Drei Puppen. No! Kacke, Mann! Oh, Alter. Uncool. Uncool. Oh, have a dulce family picture. Aha. Familie Puppe. House Monster Doll Evil Monster Doll House Monster. Aha. Alles irgendwie ekelhaft markiert. Was bist du für ein kleines widerliches Puppending? Frankie's Room. Hier wohnt also der kleine Frankie. Kein Wunder, dass er so deprimiert ist. Was ist das denn? Eine 7. Bringst du mich um? Okay, ich mag Puppen, die kein Messer haben. Die gefallen mir. Eine 12. Eine 7 und eine 12 haben wir bis jetzt.
Boah, das Haus ist ja wirklich gigantisch, ne? Abgesperrt. Hab auch nichts anderes erwartet. Mhm. Wir haben zwei Billardkugeln gefunden. Dann zeig mal her, was ist das? Monster House Evil Doll. Gleich Schlüssel. 2, 3. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2. Testen wir es. 3, 2, 1, 2. Oh nein, wir müssen zur Japano-Lady. Das gefällt mir gar nicht, Freunde. Bei der einsteigen, da ist doch Ärger vorprogrammiert. Frankies Zimmer ist hier drüben. Hier geht gar nichts. Okay. Hier brauche ich irgendwelche Zahlen. Aha. Ich will dich irgendwie nicht angucken, Kleines. Nicht, weil du nicht ein hübsches kleines Püppchen bist, sondern weil du mich abstichst. Und darauf steht der Onkel nicht so. Das finde ich nicht so toll, abgestochen werden. Die ist, ja, okay, sie ist lila. Eine 12. Okay, warte mal. Da brauche ich eigentlich nur noch eine. Also ich habe 12 und 7. Wo ist die letzte Kugel, ist halt die Frage, ne? Erraten wir die letzte. 1, 2, 7. Ach, 7 ist zuerst. Ich war eben total verwirrt. Sorry, mein Fehler. Hm. Ich kann irgendwie auch gar nicht back. Cool, ich komme ja nicht mehr raus. What? Spiel aufgehangen auf so eine. Ja, Kuh ist eigentlich zurück, aber. Ja, dann hoffen wir mal, dass es jetzt geht, denn ich glaube, das Spiel hat sich einfach aufgehangen. Ha! Das war die 8. Arthurs Zimmer. Na, das ist ja der große Stille, ne? Jetzt sag nicht, das ist das hier. Nee. Das ist es nicht. Das hier? Arthur? Hey, mein Großer, na? Okay, wir brauchen irgendwas, um die Kerze anzuzünden. Hm, hier stehen brennende Kerzen rum. Ich habe so eine ganz, ganz wilde Idee. Und zwar, dass man mit einer brennenden Kerze eine andere brennende Kerze anzünden kann. Klingt verrückt, aber ich glaube, das wäre auch möglich gewesen. Arthur, can you tell me why you killed Martha? Martha was a great woman. She was our mother. But she did a mistake. A big mistake. What is the mistake she did? She wanted to kill us. Und warum wollte sie euch umbringen? Ah, jetzt erzähl mal die Geschichte. Ich meine, bin ich dein Therapeut? Kann ich hier noch irgendwas machen?
die ist immer noch hier. Ich habe immer noch einen Schlüssel. Hat er irgendwas? Mit der Kerze kann ich aber auch nichts machen. Das sind doch auf jeden Fall keine normalen menschlichen Stimmen, was sie hier haben. Das hat niemand gesprochen. Das ist wieder alles AI. Wie es eben sich heutzutage gehört. Aber hey, davor gab es halt... Look behind you. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich... Oh! Warum hast du das gemacht, Alter? Uncool. Ja, aber ohne AI hätten die Spiele heute halt wahrscheinlich gar keine Vertonung. 1001. 1001. 1001. Was soll ich damit machen? Warum glitzert das Blut? Okay, abgesperrt. Eins, eins, eins. Und jetzt ist die Tür entriegelt, oder? Ha. Ne, ich kann auch die Hebel nicht mehr bedienen. Arthur. What the? Warum, Frankie? Wo bin ich jetzt? Okay, er hat mich nur fast getötet. Frankie, du kleines Drecksvieh. Was war das denn? Beim Aufstehen gefurzt. Nein, Keith, du sollst seriös sein und ernst. Die Leute wollen seriöse, ernste Unterhaltung. Und nicht hier so ein Blödelzirkus von dir. Ich hab's mir gemerkt, Leute. Okay, ich werde jetzt wieder ernst. Achtung. Frankie. Verdammt. Die kleine Dreckspuppe hat mich einfach abgestochen. Und jetzt bin ich hier in diesem Höllenkeller gelandet. That was hurtful. But how the fuck I'm not dead? Ich bin verwirrt darüber, Frankie, dass ich immer noch am Leben bin. Why you attacked me? I thought we are friends. Ich war verwundert. Can you tell me where the hell I'm? Der kleine Frankie hat mich einfach so abgestochen. Und ich dachte, Frankie und ich, wir wären Freunde. Aber ich lag wohl irgendwie falsch. Noch leicht benommen vor dem kräftigen Stoß der kleinen Puppe, beschloss ich, mich aus meiner Zelle zu befreien. Oh Gott, die Japanerin. Frankie? Frankie? Frankie, hey! Ey, Night Vision ist so für die Ritze in dem Spiel. Frankie, I feel like I will die if I stay here. Ja, guck mal, hier sind deine ganzen Vorgänger. Ich habe so die leise Idee. Wenn ich hier bleibe, werde ich verrecken. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Fortunately, yes. But this is the truth. I told you to go out. But you don't listen to me. Was hast du nie gesagt, Frankie? Du hast nie gesagt, verschwinde von hier. Nie. Es ist noch nicht zu spät, Frankie. Noch kannst du mich hier lebend rauslassen. Ich halte meine Klappe, ich werde niemandem was sagen und ich kann euch auch potenzielle neue Opfer in die Bude holen. Denkt doch mal drüber nach. Ihr braucht einen Mann, der draußen ist, Leute anwirbt. Das Ding ist mitten im Wald, hier fährt doch niemand hin. Hey you, listen to me. Go out from here before you will die. Mann, sind die Jumpscares wieder on top. Why they all crying? Das sind wieder diese top-notch Jumpscares. She wanted to kill
Okay, gehen wir mal hier lang. Die alte Waschküche. Ey, du findest so viele von diesen Batterien für die Kamera. Alter, was ist das denn für ein Ghoul? Oh, snap. Warum müssen es immer Brüste sein? Call of Duty Zombies? WTF, Alter. Also die Horrorspiele, die ich spiele, sind echt... Warum mache ich das? Ich hinterfrage gerade mein ganzes Leben. Martha war wirklich klein, ne? Alter, was geht denn da unten für ein Film? Frankie! Hör auf, so viele Menschen abzustechen! Ihr seid Puppen! Wieso müsst ihr überhaupt Menschen essen? Verstehe ich nicht. Warum kann ich nicht hoch? Verwende die Leiter jetzt. Ich bin jetzt gelandet. Ich habe eine Lebensanzeige, sehe ich zum ersten Mal. Also. I think I escaped. Arthur? You think you escaped? You died like the others before you. Oh. Ja. Okay. Es ist halt ein Haus mit Puppen und die Puppen bringen absolut jeden um. Ja, du kannst nichts machen, die killen dich. Der kleine Frankie ist halt so der Verspielte, der noch sagt, geh. Arthur ist der Ruhige, aber Brutale. Die Japanerin ist komplett durch im Hirn. Und die andere da, die Cecile oder wie sie hieß, oder Cecilia, keine Ahnung, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja, die ist auch relativ harmlos und die schlachten halt massenweise Menschen ab und jeder weiß es, denn es wird ja in den Nachrichten gesagt, ey, fahr da mal nicht hin und ich bin halt irgend so ein Trottel, der hinfährt und stirbt. Also die Story war mal wieder 10 von 10, also, keine Ahnung, bestes Indie-Horror-Game aller Zeiten. Es hatte ein paar coole Sachen, ein paar Jumpscares waren auch ganz okay, aber ja, schauen wir uns einfach mal das nächste Spiel an, oder? Das nächste kleine Game, Star Wars Death Troopers, ist ein kostenloses Fan-Made-Game. Es wird auch nicht sonderlich lange gehen, aber ich wollte es mit reinnehmen, weil Death Troopers einer meiner absoluten Lieblings-Comics war, denn das ist dieses Star Wars-Comic mit Zombie, wo ich schon in einigen Let's Plays von erzählt habe, dass das eigentlich voll die geile Idee ist und dass man das echt gut umsetzen könnte, ein richtiges Spiel. Wir werden hier wahrscheinlich kein Meisterwerk erleben. Es ist so ein kleines, zusammengebautes Fan-Ding. Aber es sieht ganz cool aus. Es hat irgendwie auch so seinen Charme, seinen Touch. Ich unterstütze auch immer ganz gerne solche Spiele. Und deswegen schauen wir jetzt gemeinsam in Death Troopers rein. Auf geht's! Lights are off. It seems abandoned. I get closer. I try to...
blood everywhere. Something serious has happened. I proceed to inspect the corridors. Ein Star Wars Zombie Game, Death Troopers. Ich wäre sowas von dafür. Ich meine, Death Troopers ist nichts Neues. Es gibt Comics, habe ich ja irgendwo schon mal erzählt, dass die Sturmsoldaten hier in Zombies verwandelt werden. Zombie Darth Vader, Hammer. Und jetzt hier so ein kleines Fangame, das das Ganze mal versucht, so ein bisschen umzusetzen. Ist kostenlos, ne, und dementsprechend kann man da jetzt auch nicht die Welt erwarten, aber es hat einen coolen Touch. Ich könnte mir das auch gut so vorstellen, so einen riesigen Sternzerstörer zu finden, der komplett schwarz ist von außen, sieht verlassen und tot aus, was ist hier passiert? Dann bröselt sich das Ganze auf, so eine Mischung aus Dead Space und Alien Isolations. Boah, es könnte ein richtig geiles Game werden, aber dafür hat Disney leider nicht die Eier in der Hose. Alright, Kumpel. Okay, was ist das hier? Oben ist eine Zeit. Sekunden, die ablaufen. Ich muss wahrscheinlich überleben. Ah, es ist halt nur so ein kleines Fan-Ding, ne? Der große Wunsch, Death Troopers endlich erleben zu dürfen. Aber ich finde sowas cool. Wow, von hinten kommen die auch. Okay, Zombie-Modus. Oh nein, 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 nein. Das Ding kann überhitzen. Die kommen aus allen Ecken raus. Warte mal, aber hier können sie nicht kommen. Außer der Kollege da unten steht jetzt auf und nascht mich. Hey, ich fühle mich echt wie ein Sturmtruppler, denn ich treffe nichts. Authentisch. Die authentische Star-Wars-Erfahrung. Treffen Sie nichts. Ja, okay, der Blaster, der ist so am Verziehen. Jetzt verstehe ich das, warum die nichts treffen. Wir müssen umdenken. Wir müssen eigentlich neben das Ziel schießen. Dann funktioniert es auch.
Einfach nebendran schießen. Oder direkt vor dem Ziel sein. Alright. Wie sie hin und her wabbeln. Ja, so ein Spiel werden wir nie kriegen. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Auch dann so richtig mit richtigen Horden, weil die haben ja immer super viele Stormtrooper an Bord. Klonexperiment ist schief gegangen. Die wollten irgendwas an der Formel ändern. Wir sollten endlich treffen. Endlich Stormtrooper, die wirklich treffen können. Dabei haben sie aus Versehen aber Zombies entwickelt. Kann ich mich eigentlich hier bewegen? Geh mal weg da. Ach, die kommen hier aus dem Schacht, oder wie? Und die da hinten stecken so ein bisschen in der Tür drin. Der stirbt irgendwie nicht weg. Der verreckt mir hier einfach nicht weg, der Kollege. Schaut euch das hier an. Hier wird's langsam ziemlich eng, ha? Huh? Tja. Stormtrooper-Zombies sind die Definition von Dummheit. Ich schlag mich jetzt hier durch. YOLO! Das war keine gute Idee. Hier sind ganz schön viele unterwegs. Oh mein Gott, was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Alter! Übelste Verklemmung hier. Schaut euch das an! Ah, Mist. Da ist richtig Party. Habe ich eine Granate? Die wird jetzt echt gut kommen. Da eine Granate rein semmeln. Stormtrooper kommen mit Schiebetüren einfach nicht so gut klar. Ich frag mich halt, kann ich da hinten weitergehen? Aber da ist halt eine Wand aus Zombiefleisch. Alter, was ist das denn für eine Geburt? Die Hydra. Johnny Hydra. Komme ich doch niemals durch. Hey, ich treffe die leider auch nicht hier vorne. Ob es da hinten weitergeht, wir werden es nie rausfinden. Ey, yo, Johnny Hydra. Eben habe ich einen ganz guten Schwall weggesammelt. Was? Alright, ich dachte eben, ich wäre tot, aber anscheinend bin ich wirklich weitergekommen. Alter, Darth Vader! Ist das jetzt der Bossgegner?
Ah, das war's schon, oder wie? Es gibt noch den Nightmare-Mode. Schade, schade, schade. Ich hätte gerne mehr gesehen, aber den Nightmare-Mode, habe ich mich schon informiert, ist nur schwieriger, aber es ändert nichts in der Story oder so. Aber das ist ein Konzept, ne? Hashtag Zombie Wars. Das ist der geheime Hashtag. Hashtag Zombie Wars. Oder Hashtag Zombie Vader? Hashtag Zombie Vader. Der ist besser. Das ist der geheime Hashtag. Hashtag Zombie Vader. Das nächste Spiel, das wir spielen werden, ist erstmal nur der Prolog. Madhouse Madness, Spiel Nummer 3. Und hier spielen wir einen Twitch-Streamer, der in ein verlassenes Irrenhaus geht und das Ganze natürlich streamt. Und hier werden auch alle Klischees von den typischen Twitch-Streamern und vom typischen Twitch-Chat erfüllt. Eine sehr, sehr geile Idee. Ob das Ganze aber dennoch ein gutes Horrorspiel wird, das ist natürlich fragwürdig. Schauen wir mal rein, aber vom Konzept her finde ich es sehr cool. Und ich denke mir immer, warum hat das noch niemand aufgegriffen und das mal richtig umgesetzt? Weil eigentlich ist das schon ein uraltes Konzept und trotzdem gibt es das nicht richtig als Indie-Horrorspiel. Wir starten Singleplayer, steht hier. Vielleicht gibt es irgendwann Multiplayer, ich weiß es nicht. Und wir starten natürlich mit einem neuen Spiel. Yeah, I think it worked. Can you guys hear me? Stream looks fine. Press 1 if everything's okay. Oh my god, I'm so excited. This is an abandoned madhouse. They were doing horrible experiments here. No one has entered for years. Okay, ihr seht es schon, ich bin live. Wir müssen Geld verdienen. Wir haben 51 Zuseher. Das geht eigentlich noch besser. Wir haben hier einen Laptop. Was kann ich damit machen? Okay, aha, aha, aha. Gut. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel eine Werbung reinschalten. Super Chat only. User ban. Und so weiter. Den Stream speichern. Den Stream beenden sogar. Okay, die nächste Werbung. Bitrate. Ey, das ist schon, das ist Twitch, ne? So, ich habe erfolgreich eine Werbung laufen lassen. Ich habe 100 Zuseher. Aber wenn es doch nur so wäre, ne? Du machst eine Werbung, eigentlich gehen da die Leute. I'd better try my luck back there. Eigentlich gehen die da. Werbung, ich bin raus. Bonzen-Streamer, Dreckschweine. Nix wie weg. Ja, das meine ich, dieses Konzept. Livestreaming gemischt mit Horror. Davon gibt es einen Film, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, war auch so ein Indie-Film, der eigentlich ganz gut ist, also den kann man sich auch angucken, aber ich habe gerade den Titel nicht mehr im Kopf. Ich habe zu viele Filme, Spiele, Serien, Comics und whatever im Hirn, dass ich da immer mal einen Moment brauche, das zu sortieren. Der greift dieses ganze Thema auf. Ich würde ja sowas auch voll gerne machen. Mir eine GoPro an die Stirn binden und los geht's. Irgendwo in eine alte Hütte und dort Geister jagen. Boah, wäre das erfolgreich, ne? Dabei dumme Sprüche klopfen, die ganze Zeit nur Dreck reden, wie es halt immer macht, ne? Und alle so, ja, geil, Mann. Ich glaube, da würden sich alle drüber freuen. Aber bitte mit Kreis, dann ihr Multimillionäre. Gott, wir werden wahrscheinlich wirklich Multimillionäre danach. I think we found an open door. Nicht nach einem Stream, aber wenn es so ein Format wäre, Ghost Hunting im Real Life. I think I'd better be a little quieter from now on. I don't want to disturb and attract these ghosts. Also er weiß, dass es hier Geister gibt. I know you took it! Took it! Okay, das ist irgend so ein alter Punkrocker. Die Tür ist gesperrt, es geht sogar noch höher. Und noch höher. Okay, der Laden ist natürlich riesig. Altes Madhouse. Aber alle Türen sind zu. Bis auf die hier. I swear I never touched it. Fliegende Messer? Holy shit!
Alter, wie gerne wäre ich in so einem Haus. Was? Was ist das? Ist das Vaas aus Far Cry 3? Der sieht so ein bisschen aus wie der, oder? Boah, die Steuerung ist ein bisschen... bisschen schwierig. Die Kantine. Wow! Oh mein Gott! Was? Okay, der war mies. Liegen da Knochen auf dem Boden? Hühnerknochen? Oder sind das irgendwelche Äste und Gestrüpp? WTF? Ich hab vor die Blutsuppe. Kann ich die Schaufel nehmen und da ein bisschen rumrühren? Das wären so Dinge, die würde ich in einem Livestream machen. Das würde gut ankommen. Rühr mal in der Blutsuppe rum. Okay, machen wir. Einfach nur laut. Du musst mehr mit dem Chat interagieren. Es gibt ja sonst gar keine Spenden. Das ist Vaas aus Far Cry 3. Er ist also doch tot und spukt hier. Dabei gibt's doch dieses True Ending im DLC von Far Cry 6. Was, wo, wie, wo, was? Wo er irgendwie auf dieser Insel ist und mit der Kokosnuss redet. Castaway. Das ist doch das True Ending, wenn man das DLC auf allen Schwierigkeitsstufen einzeln jeweils durchspielt. Auch so ätzend unnötig gewesen. €3. Dankeschön. Da wird die Kohle rausgefedert. Boah. You are a big F-King liar. There is nothing there. Don't fool people. You're banned, asshole. I bet if you were here, you'd be crying for mommy right now. Da bannt er ihn weg. Der hat dir 50 Eier gegeben. Also, Chat, falls ihr wollt, ne, könnt ihr mich gerne auch mit Geld bespucken. Ich nehme es dankend an und ihr werdet natürlich nicht gebannt. Schon ganz schön frech. Jemand gibt dir $50 und du sagst, boah, ich werde dich erstmal sowas von wegbannen, du blöde Sau. Auf mir Geld zu geben. Ich bin Charity-Streamer, ich mache das alles nur just for the fun. Just for the lulz. Kann man so Dokumente mitnehmen? Nee. Irgendwelche Akten und alles. Hat man natürlich alles so liegen lassen, ne? Einfach wusch und weg. J für Journal. Dr. Frederick Spector. Typischer Irrenarztname, ne? Da sehen wir seine Auszeichnung und Diplome und Qualifikationen. Was ist das denn? The Crossroads of Life. Eine, in der Kreuzung des Lebens muss ich eine Wahl treffen zwischen Wissen und Gewohnheit. Im Mantel der Weisheit oder so, im Mantel der Weisheit wähle ich für mein, ach, so blöd immer alles zu übersetzen, für die Laternen mit ihrem warmen Leuchten. Sie werden mich führen, Schritt für Schritt, auf dem Weg, den ich gehen muss. Aha. So muss ich das hier wählen. War das richtig? Weisheit ist doch ein Buch. Würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten. 410 Leute schon. Es wäre geil, wenn ich hier ein bisschen so Twitch-Commands und sowas machen könnte. Jetzt mal eine Werbung reinknödeln. Oder so, weißt du? Hello? Okay, Licht aus und dem Geist direkt in seine roten Crack-Augen starren.
Ey, der Chat geht ja richtig ab. Das ist richtig gut gemacht mit dem Chat, finde ich. Der Geist ist weg. Die Tür ist zugesperrt. Das mit dem Chat ist richtig gut gemacht. Dass sie auch so Twitch-mäßig auch schreiben. Ganz viel Schwachsinn. Hallo? Huh. Okay, ich bin hier eingesperrt. Spiel wurde gespeichert. Geht die andere Tür jetzt auch? Yes! Ja, es ist ja nur der Prolog. Keine Ahnung, was da noch alles kommt. Auch hier geht's wieder weiter nach oben. Wäre natürlich geil, wenn auf jeder Etage anderer Geist wäre, ne? Auf jeder Etage hast du irgendwie eine andere Begegnung. Das wäre natürlich extrem cool. If we can solve this riddle, it will lead us to what we need. Okay, wir sollen unseren liebsten Schatz in die Flammen werfen, unseren Griff lösen und es verbrennen. Und in der Asche finden wir die lang ersehnte Freude. Wahre Glückseligkeit ist etwas... Oh, oh, Alter! Ja, das meine ich auch so. Der Chat kann mit irgendwelchen Spenden dich erschrecken und so. Es ist eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Okay, hier ist ein alter Fotoapparat. Liebe ich den? Ja, wahres Glück liegt darin, Dinge zu opfern. Okay, der Eimer leuchtet. Ja, dann rein in die Tonne damit. You are not like the others. Was hat er gesagt? You are not like the others? Ich bin nicht wie die anderen. 500 Leute gucken zum Geist. Taschenlampe. Oh, die ging eben kurz nicht aus. Ich würde so gerne mehr den Chat lesen, was sie da so alles schreiben, aber ich muss mich auch noch aufs Spiel konzentrieren und darauf, Müll zu reden. Hochkomplex. Na, schon eine geile Location, ne? Auch so mit der Blutwanne und allem und dem Operationstisch. Da geht's rein, da geht's nicht rein. Die kleine Dorothy. There's someone here, I can feel it. Oh, haben wir es durchgespielt, den Prolog? Ich habe keine Ahnung, wie lang der geht. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich glaube, ich bin tot. Fühle mich ziemlich tot. Bin doch nicht tot, oder? Ich bin tot. Liege ich hier rum? Nee, das ist doch ein Skelett, oder? Oder nicht? Finde den Friedhof. Naja, ein Friedhof wird irgendwo draußen sein. Was für ein komischer Twist. Auf einmal bin ich tot. Ja, da oben brennt Licht. Da drüben auch. Wie gesagt, das ist ein Riesenladen. Da können sehr, sehr viele unterschiedliche Geister drin sein. Da kann man schon eine Menge machen. Geht's hier zum Friedhof? Oder haben die so einen Kellerfriedhof? Das sieht ziemlich friedhofig aus. Und was ist das denn? Rote Säule? Was ist das? Ist auf jeden Fall verschwunden.
Ich habe den Friedhof gefunden, aber die rote Säule ist verschwunden. War die hier eben gerade über dieser Kirche? Finde das Grab des Geistes. Okay, aber was ist mit Twitch? Ich habe doch jetzt all meine Zuseher verloren. Wenn da nichts läuft, wenn da keine Action ist, dann schalten die doch sofort ab und gehen zum nächsten Streamer. Das ist doch jetzt richtig kacke. Sieht aus wie Gesichter, ne? Wie Augen an den Bäumen und Nasen. Okay, jetzt ist die Säule hier drüben. Ich soll wieder zurück in meinen Körper. Ich denke mal, mein Körper wird das sein, was wir da oben haben liegen sehen. Was soll es denn sonst sein, oder? Also das ist echt, weiß nicht, ein komischer Twist. Allgemein irgendwie so, die Geister sind auch ziemlich weird. Wir haben diese komische Geistergöre gesehen und sonst halt nur den alten Bars. Der hier Stress machen will. So, hier geht's wieder zurück. Ja, und da liegen wir. Spiel wurde gespeichert. You're not gonna believe what just happened. I was transported to a different world. It was like a dream. It was very strange. But I found out who lives here. Like he was trying to tell me something. Okay. Finde die Dokumente zum... I'm starting to like you. Dankeschön für 8 Euro oder Dollar. Ich habe die Dokumente des Geistes gefunden. I feel a little bad. I have to find a cure. Okay, ich muss die Heilung für meine Krankheit finden. Ganz schön anspruchsvoll. Und wo finde ich die? Kann ich mich hier auf die Trage spannen? Wenn ich jetzt keine Heilung finde, verrecke ich hier? Irrenhaus, kein Scheiß. Die schreiben ja sogar Deutsch da unten. Wie krass ist das denn? Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Der Chat freut sich total, dass wir krank sind und sterben, ne? Ja, geil, hoffentlich verreckt er. Ist lustig. Ich hoffe, du stirbst. Wow! Aha. Da regnet Spenden. Okay. I know this place, schreibt einer. Aber wie viel die auch schreiben? Ne? Das ist richtig gut gemacht mit dem Chat. Das muss ich im Spiel echt lassen. Das ist schon sehr realistisch. Ist hier vielleicht die Hand? I will kill you and I will enjoy the every second of the war. Alright, der war mies. Okay, hier ist irgendwas drin. Irgendwas braucht man hier drin. Ich brauche die Heilung. Ich brauche Tabletten. Schlüssel. Für was ist der Schlüssel? Was ist das? 6 Euro, Dollar. I need to find out what this guy is sick of. Should be in the file. Harvey Jackson heißt der Typ. Ja, und wo finde ich was über Harvey Jackson? Ich brauche mehr Dokumente über Mr. Jackson. Sehe ich dann irgendwo mein Inventar? Tab? Nee. Moment, hier steht Choose an item on the left side. No items. Okay, der Schlüssel zählt anscheinend nicht als Item. Da irgendwas machen?
Tür ist zu. Ah, das schon wieder. Anstarrwettbewerb. Okay, ich brauche irgendwelche Dokumente. Hier ist die Kantine. Das wird mir auch nichts bringen. Schauen wir mal. Wir haben ja einen Schlüssel. Vielleicht geht es ja jetzt irgendwie hoch oder so. 751 Zuseher. Yes, neuer Rekord. Ne, hier ist zu. Wo waren das nochmal? P. Ich soll mehr Informationen über ihn finden. Die Frage ist nur, wo fange ich an zu suchen? Kann ich hier nicht googeln? Ey, da oben regnet jetzt die Spenden, ne? Da regnet es Penunzen. Ah. Kann ich ihn googeln? Geht das? Fix up. Kann ich da was eingeben? Nee. So, erstmal hier eine Ad. Kann ich was schreiben? Earnings. Donations ist halt wieder der Löwenanteil. Shop. Ach, guck mal, hier kann ich Kram kaufen. Ultraviolette Lampe. Mehr Viewer kann ich mir auch holen. Ich kann mir einfach mal hier so ein paar extra Viewer oben drauf schaufeln. Besseres Internet. Das ist ja krass. Habe ich irgendjemanden gebannt? Nee, hier ist niemand gebannt. Kann ich Leute bannen? Alter, ich kann wirklich Leute bannen. Das ist ja richtig Management und so mit drin. Okay, das ist cool. So, ich kann hier raus. Mehr Informationen zum Geist. Ja, aber wo finde ich die denn? Oder ist hier Ende im Gelände? Ich habe keine Ahnung. Wie lange der Prolog hier geht. Ich hätte jetzt so ganz kurz die Hoffnung, dass wir den googeln, ne? Harvey Jackson einfach mal googeln, was dabei rumkommt. Wo könnte ich ihn jetzt noch hin? Also der Schlüssel war für rausgehen. Was ist, wenn ich einen Stream beende? Ist es dann vorbei? Es schneit so ein bisschen. Kann ich gehen? Ich mache mir Sorgen um den Streamer, schreibt einer. Der hat echt einen Schatten. Auf einmal sind die Deutschen wieder da. Die Deutschen sind überall. Save Stream. Ach, guck mal hier. Hier kannst du auch speichern. Hat er sogar gemacht. Na gut, schauen wir uns nochmal drinnen um. Eigentlich müsste doch irgendwas mit dem Aufzug hier gehen. Boah, Alter, 100! W-A-Z-A-P. 100 Eier! Ich sag ja, mit so einem Content wirst du reich. Das ist der Content, der dich richtig rich macht. We need to put this man to rest. Der macht jetzt hier einfach so einen Exorzismus. Oder was? Oh Gott. One of their things left on Earth. If we can find that item, we can solve this. Okay. 1000 Zuseher. Wir wollen ab. Ja, cool, der Aufzug ist schon nice gemacht. Kann ich noch höher? Ab. Was ist jetzt los? Jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Es geht sogar noch höher. Wo soll ich denn hin? Ich brauche persönliche Dinge von dem.
Er scheint mich auf jeden Fall schon mal nicht sonderlich gut leiden zu können. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch weiter hochkommen. Dachboden. Der Dachboden des Grauens. Gibt es hier irgendwas Persönliches von ihm? Seine persönliche Milchkanne? I think we're supposed to burn this stuff. I'm going to the graveyard. Echt, du gehst nochmal... Right, we can succeed. Woher weißt du sowas alles? Mann, der ist echt ein Profi, ne? Richtiger Ghost Hunter. Gehen wir noch auf die andere Seite. Was da so abgeht, ja klar, du wieder. Irgendjemand hat eben geschrieben, ist das im Ernst eine Klapse oder sowas? Chat geht jetzt richtig steil, weil wir voll viele Zuseher haben. Ich könnte mir jetzt sogar schon mein erstes Upgrade leisten. Ja, aber hier ist nix. Da ist super viele Spinnenweben. Also, keine Ahnung, welche Gigatarantel da oben rumrennt. Aber es ist echt creepy. Kann ich hier runterlaufen? Leider nein, wir müssen den Aufzug nehmen. Das ist total durchgeknallt in der Klapse. So, wir müssen... Ups. Was geht noch höher? Der Dachboden vom Dachboden. So, hol mich mal runter. Alter, schon wieder neun Öcken. Anscheinend muss ich mehr streamen. Da ist die Bahne. Der hat doch einen Knacks, keine Frage. Der Streamer ist eine Irrenanstalt, krass. Ich glaube, ich muss noch eins runter sogar. Oh nein, der wär's gewesen. Jetzt gehe ich wieder in den Keller. Egal, da kann ich hochlaufen. Ist nicht so schlimm. Da ging's doch hoch. Yes, und jetzt geht's hier raus, aber wo war der Friedhof? Der war auf der Rückseite irgendwo. Der war nicht hier. Ich könnte noch mal eine Werbung schalten. Mal gucken, wie viel Geld das bringt. Okay, wir haben die Möglichkeit, oder? Was? Immer noch nicht? Gut. Keine Werbung für uns. Der muss aber auch echt ein geiles Equipment haben. Warte mal, es ging, glaube ich, hier gar nicht lang. Ich musste hier lang. Der muss echt ein geiles Equipment haben. Also auch Akkus. Das zieht nämlich übelst Akku. Ach, ich wünschte, ich könnte ein bisschen schneller laufen. Kein Signal. Your signal is lost. Och nö. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zurück zum Laptop, oder? Oh Gott. Ich brauche so ein Signalpaket. Was passiert, wenn ich kein Signal habe? Immer noch kein Signal. Schnell! Meine Zuseher! Ich gehe pleite! Ah, hier. Fix it up. Alright, was soll ich hier machen? Muss ich hier irgendwas drücken? Your signal is lost. Lockdown für wenige Sekunden. Was soll ich hier auswählen? Oh, anscheinend habe ich das Richtige gewählt. Oh, die sind alle noch da. Das ist sehr unrealistisch. Normalerweise sind die sofort... Tschüss! So.
Ja, steht schon. Fix this, please. Fix it, fix it. F5. F5, Chat. F5. Schreibt F5. Wer das lesen kann, F5 schreiben. Die Leute sollen F5 drücken. Ihr müsst F5 drücken. Your signal is lost. Nee, ist es nicht. Ich habe immer noch einen Chat. Ich habe immer noch einen Chat. Mein Signal ist stabil. Wachsen die Zuseher nochmal? Ja. Und da gibt es auch direkt eine Spende. Nur weil ich Horror streame. Siehst du, Horror ist halt einfach das Genre, das alle lieben. Da holst du die Mädels ab. Ist echt so. Ist wirklich so. Mein Zweitkanal hat einen Frauenanteil von 30%. Mein Hauptkanal, wo halt kein Horror oder wenig Horror läuft, hat einen Frauenanteil von 10, 9. Aber Zweitkanal, wir steuern auf die Hälfte Frauen zu. Gute Quote. Echt gute Quote. Frauen lieben Horror. Es ist halt so. Auch Horrorfilme. Frauen stehen brutal auf Horrorfilme. So, wo soll ich denn jetzt hin? Zu dem Sarg da hinten? Es fängt auch noch an zu regnen. Oder hier rein. Nee, hier geht nix. Verbrenne. Er hat doch gemeint Friedhof. Warum geht man in so einen Ort für Geld? Hier. Was macht er jetzt? Ah, er zündet es einfach in seinem alten steinernen Sarg an. Es brennt und... Thank you. Thank you. Gern geschehen. Lass eine Donation da, Bruder, ne? Schön rein spenden. Leute, jetzt zappen. Ist eine coole Idee. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber die Idee ist cool, der Chat ist cool, dieses Management-System, dass man da wirklich auch seinen Chat verbessern kann und so, das hat schon was, finde ich. Also es ist kein Schrottspiel, aber es zündet noch nicht so richtig von den Scares, das müsste besser sein. Eure Meinung zu diesem Spiel, zu allen Spielen, in die Kommentare rein. Ihr wollt natürlich einen Abschluss-Hashtag und der heißt Hashtag Geister-Vars. Ja, gewidmet an Vars aus Far Cry 3. Hashtag Geister-Vars. Dankeschön. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschüss!